Cora Schumacher geizt nicht mit ihren Reizen und weiß ganz genau, wie sie die Männer um den Finger wickelt. Nach der Scheidung von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher ändert sie jedoch ihr Beuteschema. Statt auf einen Profisportler steht sie jetzt auf die bösen Jungs. Besonders mit ihrem Ex-Freund Rocker Lennox macht die Blondine immer wieder Schlagzeilen. Seit der Trennung im März 2019 ist die 43-Jährige offiziell Single. Doch auf Instagram verblüfft sie uns mit einem überraschenden Geständnis. Es gibt bestimmt wieder voll Ärger. Aber das muss jetzt sein. Ich zeig's euch. Tada! Das war keine Diät, ich weiß, aber ich brauche das jetzt mal. Ich bin ja auch nicht mehr allein, da muss man nur mal ein bisschen mehr essen. Huch, erwartet Cora etwa ein Baby? Ihre Fans scheinen schockiert. Doch dann klärt sie auf. Nein, ich bin nicht schwanger. Ich meine, meinen neuen Mann. Das ist er. Hallo, geht's dir gut? Ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen schönen Tag und wollte euch nur mal meinen Fraß hier zeigen und mein neues Tattoo. Das ist noch irgendwie ja so ein bisschen schrumpelig und so, weil frisch gestochen. Mehr verrät Cora nicht, doch der Zwinker-Smiley im Video lässt vermuten, dass sie sich hier einen kleinen Scherz erlaubt. Ob es sich bei diesem Motiv wirklich um den neuen Mann in ihrem Leben handelt, bleibt fraglich. Und gibt es den denn überhaupt? Auch diese Frage wird erst in wenigen Wochen zu beantworten sein, wenn Coras eigene Dating-Show Coras House of Love über die Bildschirme flimmert. Einem weiteren Pärchentattoo gegenüber wären die Blondine auf jeden Fall nicht abgeneigt. Schon bei Ex-Freund Lennox geht die Liebe unter die Haut. Die beiden lassen sich ein Partner-Tattoo stechen. Damals hat es aber nur für ein Krönchen gereicht.